Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze hier gerade in meinem Schlafzimmer vor meiner Holzbank auf dem Boden. Und ja, habe noch kein anderes Set zu Hause zum Drehen. Ich habe ja bisher immer bei Tara gedreht. Und da dachte ich, komm, irgendwie müssen wir es auch schaffen, zu Hause zu drehen. Das ist einfach viel einfacher und geht auch schneller und es ist praktischer. Und deswegen habe ich mir das hier aufgebaut. Ich hoffe, es ist okay, nicht ganz so schlimm. Ich drehe heute einfach mal ein 25 Facts About Me ab. Mich haben so viele gefragt, ob ich ein 50 Facts About Me abdrehen kann. Aber Leute, 50 Facts sind echt viel. Mir ist nicht so viel eingefallen. Und ja, ich habe mir die einfach alle hier ins Handy geschrieben, alles, was mir eingefallen ist. Dann starten wir doch einfach mal. Also, ich bin 24 Jahre alt und habe meinen Führerschein erst seit einem Jahr. Also, ich habe meinen Führerschein mit 23 gemacht. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich 46 Fahrstunden hatte. Leute, 30 sind, glaube ich, normal. Manche machen sogar weniger. Und ich hatte 46, weil ich so chaotisch gefahren bin. Ich bin immer zu schnell gefahren und unkonzentriert gefahren. Und deswegen hatte ich echt viele Fahrstunden. Kommen wir zum zweiten Fakt. Ich hatte am zweiten Tag meines Führerscheins meinen ersten Unfall. Was heißt meinen ersten Unfall? Meinen einzigen Unfall, fast. Mir ist ein Herr auf der Straße in meine Seite reingefahren und könnt ihr euch vorstellen, wie aufgeregt ich war. Ich hatte seit einem Tag meinen Führerschein, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Mein Herz ist stehen geblieben und dann hat er das Fenster aufgemacht und gesagt, nee, ich glaube, da ist nichts. Nee, da ist nichts, ich fahre weiter und ist einfach weitergefahren. Und ich bin in dem Moment nicht ausgestiegen, weil ich so aufgeregt war. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll, bin einfach sitzen geblieben, bin irgendwann weitergefahren, als ich mich ein bisschen beruhigt habe. Und was war? Da war doch einiges am Auto. Dritter Fakt. Ich liebe Käse. Wirklich, Leute, ich liebe Käse. Anstatt mir ein Stück anstatt mir Süßigkeiten zu nehmen oder ein Stück Kuchen zu nehmen oder ein Stück, weiß ich nicht, Gummibärchen zu nehmen zu Hause, nehme ich mir ein Stück Käse. Es geht nichts über ein Stück Mozzarella, über ein Stück Gouda oder weiß ich nicht, meine Nudeln esse ich nicht mit Nudeln mit Parmesan, sondern Parmesan mit Nudeln. Also man sieht gar nichts mehr von meinen Spaghettis, wenn ich Spaghetti mit Parmesan esse. Also ich liebe Käse, wirklich. Ich creme mich immer vorm Einschlafen ein und mache mir dick Lippenbalsam drauf. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Haut austrocknet und dass meine Lippen austrocknen, wenn ich es nicht tue. Also Abendroutine ist bei mir hundertprozentig das komplette Gesicht eincremen und Lippenpflege drauf machen, damit ich nicht das Gefühl habe, meine Lippen reißen. Ich habe auf der Autobahn Angst vor LKWs, Leute. Wenn ich auf der Autobahn bin und ein LKW neben mir fährt, dann fahre ich extra ganz, ganz schnell an dem vorbei, weil ich Angst habe, dass er irgendwie auf meine Spur gerät. Hinter dem fahren möchte ich schon gar nicht, weil da habe ich ja vorne gar nichts mehr im Blick. Also das ist so meine Autofahrschwäche, dass ich Angst vor LKWs habe. Next one. Ich bin handysüchtig. Ich habe es eingesehen. Ich muss es ändern, aber ich bin handysüchtig, Leute. Ich lade dreimal am Tag meinen Akku. Also dreimal am Tag bin ich am Limit. Gestern auch schon wieder hatte ich nur noch 1% und dann hat Tara zu mir gesagt, ey, was machst du immer, Mädchen, dass dein Akku leer ist? Und ich weiß es nicht. Aber das ist nichts Cooles. Also das ist jetzt nichts, worüber ich mich freue. Das muss ich eindeutig ändern. Ich habe ja letztes Mal schon bei Instagram gesagt, dass ich mir vorgenommen habe, abends, wenn ich im Bett liege, mein Handy einfach wegzulegen. Beziehungsweise schon eine Stunde vorm Schlafen mein Handy wegzulegen und morgens nicht als erstes das Handy in die Hand zu nehmen. Und es klappt tatsächlich ganz gut. Kommen wir zu meiner nächsten Sucht. Ich bin Netflix-süchtig. Leute, ich gucke ununterbrochen Serien. Wenn ich sage ununterbrochen, dann meine ich ununterbrochen. Es gibt ja Leute, die gucken eine Serie, dann machen die eine Woche Pause und dann gucken die nochmal eine Serie. Leute, ich gucke die nacheinander. Sobald eine vorbei ist, fange ich direkt die nächste an. Ich schreibe mir vorher schon raus, was ich gucken kann. Und ja, ich gucke fast jede freie Minute, die ich habe. Wenn ich duschen gehe, mache ich die Serie nebenbei an. Wenn ich mich morgens schminke, gucke ich die Serie nebenbei. Zurzeit gucke ich die Telefonistinnen. Also bitte, 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 falls jemand von euch gerade keine Serie hat, Leute, schaut die Telefonistinnen. Das ist so übertrieben geil. Wirklich. Ich erzähle euch jetzt auch einfach nichts, weil darum geht es hier gerade nicht. Hier geht es gerade um die Facts. Ich schweife mal total ab vom Thema. Das ist die nächste Schwäche von mir. Ja, aber falls ihr Zeit habt, guckt die Telefonistinnen. Ihr werdet das nicht bereuen. Da ist alles bei. Ja, Action, Drama, Liebe, alles. Ja. Und ich als hoffnungslose Romantikerin liebe Liebesfilme. Passend zum Thema Liebesfilme und Romantikerin, ich bin ein absoluter Gefühlsmensch. Ich höre immer auf mein Herz. Ich bin überhaupt kein rationaler Mensch, leider. Ich wünschte, ich wäre es ab und zu. Ja, ich entscheide immer alles nach meinem Gefühl. Ich lebe mein ganzes Leben nach meinem Gefühl, nach meinem Herzen. Hat Vor- und Nachteile, ne?
die gibt es immer. Aber ich versuche mich darauf einzulassen, ab und zu mal auch ein bisschen auf meinen Kopf zu hören und abzuwägen, was könnte richtig sein und was könnte falsch sein, auch wenn mein Gefühl mir was ganz, ganz anderes sagt. Es ist sehr, sehr schwer für mich, weil ich wirklich ein absoluter Gefühlsmensch bin. Dann wären wir auch schon beim nächsten Fakt. Deshalb bin ich auch unheimlich sensibel. Ich bin eine Heulsuse. Ich bin unheimlich sensibel, ob es um Schönes geht, ob es um Schlechtes geht. Also sobald man mich ein bisschen verletzt, was heißt verletzt, sobald man irgendwas sagt, was mich nur ein bisschen traurig macht oder was mich auch nur zum Nachdenken bringt oder woraufhin ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe, fange ich an zu knatschen. Ja, unglaublich sensibel. Aber nicht nachtragend. Also so ist es nicht. Ich bin sensibel, aber überhaupt nicht nachtragend. Überhaupt nicht. Etwas, was vielleicht keiner war. Also eine Sache, die vielleicht keiner weiß, ist, dass ich, künstlerisch veranlagt bin, sagt man das so. Ich habe mit 4 angefangen, Geige zu spielen und habe das auch 8 Jahre lang gemacht. Ich hatte Konzerte und das einzige Problem war, dass ich wollte das selber, ne? Ich wurde nicht dazu gezwungen von meinen Eltern oder so. Ich wollte unbedingt Geige spielen und habe damals aber keine Noten gelernt. Also ich habe einfach, ich bin zum Geigenunterricht gegangen und habe auswendig gelernt, wo ich meinen Finger hinmachen muss, wenn ich die Note sehe. Und so konnte ich halt spielen. Aber da ich keine Noten gelernt habe, habe ich alles komplett vergessen, weil ich nicht mal mehr weiß, wo mein Finger hinkommt, wenn ich die Note sehe. Ja, leider. Ich wünschte, ich könnte es noch. Und ich habe auch meine erste Geige war so klein, Leute, es ist so unglaublich süß gewesen. Ich habe meine Geigen und ich werde auch irgendwann mal wieder anfangen zu spielen. Ich möchte es wieder lernen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und das ist einer meiner Ziele. Genau. Wenn wir schon beim Künstlerischen sind, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich zeichne und male super gerne. Ich zeichne, seitdem ich ein kleines Kind bin und konnte in jüngeren Jahren wirklich schon Porträts zeichnen. Also ich konnte Zeichentrickfiguren komplett nachzeichnen. Ich konnte meine Mama zeichnen, meine Großeltern zeichnen, was ich jetzt mittlerweile leider ein bisschen verlernt habe, weil ich nicht mehr so oft zeichne. Auch mega traurig. Dafür sollte ich mir auch viel, viel mehr Zeit nehmen. Ansonsten zeichne ich total gerne auf Leinwänden. Ich habe als, ich fühle mich nicht so erwachsen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin dieselbe, die ich mit 16 war. Klar gibt es Sachen, die sich ändern, aber ich finde es total, total, total wichtig, dass man diese Jugend nicht verliert und dass man diese Kindlichkeit nicht verliert und dass man immer Kind bleibt und Spaß am Leben hat, ne? Dass man, weiß ich nicht, man fühlt sich so alt, wie man ist und ich möchte einfach jung bleiben, Kind bleiben. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis an einem schönen Leben. Okay, ich bin schon wieder abgeschweift, ne? Ja, kommen wir zurück zum Malen. Ich habe schon als Kind immer Leinwände bemalt und die meiner ganzen Familie geschenkt. Kommen wir zu einer meiner Macken. Ich lese Nachrichten, die man mir schreibt und vergesse zu antworten. Ich lese die Nachrichten, ich antworte im Kopf und sag mir so, du antwortest ihr gleich oder ihm gleich oder du antwortest gleich. Und Leute, ich vergesse es einfach. Ich hasse mich dafür. Ich hasse mich wirklich dafür. Und ich versuche das zu kontrollieren, dass ich mich am Tag hinsetze und meine WhatsApp-Nachrichten beantworte. Aber es klappt nicht immer so, wie ich es mir vorstelle. Ja, deswegen habe ich ab und zu oder mal Nachrichten von vor 2 Wochen. Und ich denke, diese Menschen hassen mich alle, weil sie sich denken, was ist das denn für eine blöde Kuh, die antwortet uns nie. Aber ich mache das nicht absichtlich, wirklich nicht. Passend zum Thema, wenn ich schon sage, ich versuche es zu ändern, aber ich schaffe es nicht. Ich bin kein disziplinierter Mensch. Überhaupt nicht. Ich wäre unheimlich gerne diszipliniert. Ich würde unheimlich gerne das durchsetzen, was ich mir in den Kopf setze. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Und falls ihr da Tipps für mich habt, wie ich disziplinierter werden könnte, Leute, her damit, weil ich muss dringend an mir arbeiten, wirklich dringend. Meine nächste Macke wäre, ich könnte ausrasten und die Leute zusammenschlagen, sorry, wie ich das gerade so sage, ne? An den Haaren ziehen. Ich könnte ausrasten, wenn jemand neben mir schmatzt. Boah, Leute, das verstehen viele nicht, ne? Aber ihr könnt, die das nicht verstehen, können das Gefühl nicht nachvollziehen. Das ist dieses Geräusch, das geht durchs Ohr ins Gehirn und sticht mir in mein Gehirn, als würde mir mal eine Nadel ins Gehirn stechen. Egal was es ist, ob man schmatzt, ob man scheiße Popcorn frisst. Einmal saß ich im Kino und da saß jemand neben mir und die Person hat so Popcorn gegessen. Die hat sich eine Faust genommen und dann so alles in den Mund gestopft und dann so gemacht.
Und das war für mich, als würde man mich quälen, weil ich ganz genau wusste, sobald er 5-mal gemacht hat, hat er sich eine neue Faust genommen und das ganze Spiel hat von vorne angefangen. Das war für mich wie so ein Psychospiel. Ich konnte es einfach nicht mehr hören. Und glaubt ihr mir, ich konnte mich nicht auf den Film konzentrieren, weil mir Tränen in die Augen geschossen sind. Und ich die ganze Zeit überlegt habe, wie kann ich jetzt aus Versehen diesen ganzen Eimer Popcorn umschmeißen und so tun, als wäre das nicht extra gewesen. So weit geht das schon. Ja. Ich bin von Natur aus eigentlich richtig, richtig weiß. Ich weiß, es sieht immer so aus, als wäre ich mega braun, aber irgendwie hat sich das im Laufe der Zeit verändert. Also eigentlich bin ich sehr, sehr weiß und habe ganz, ganz schwarze Haare. Also sogar meine Augenbrauen sind jetzt ein bisschen aufgehellt. Ja, eigentlich bin ich Schneewittchen. Richtig weiß und ganz schwarze Haare. Der März ist mein Lieblingsmonat. Wir sind ja gerade im März und das ist mein allerliebster Monat, weil wir im März persischen Neujahr haben. Das ist schon seitdem ich ein Kind bin so das, worauf ich das ganze Jahr immer warte. Weil wir mit der ganzen Familie zusammen sind und uns alle schön machen, uns neue Kleider kaufen für diesen Tag. Dann kam dazu, dass ich im März mit Elia zusammengekommen bin, am 22. vor 4 Jahren. Und dann kam dazu, dass wir am 16. März, also in ein paar Tagen, ein Jahr verheiratet sind. Also ist der März mein Lieblingsmonat geblieben. Nächster Fakt, ich liebe Schminken. Also ich liebe Beauty-Sachen und alles, was mit Kosmetik zu tun hat. Aber ich bin jemand, der am liebsten immer ungeschminkt rumlaufen würde. Also ich wäre so gerne so ein Mensch, der sich morgens nur Creme ins Gesicht macht, schön frisch aussieht, nur einen Lippenstift drauf macht, einen Zopf macht und aus dem Haus läuft. Ich wäre gerne so ein, ja, sehr natürliches Mädel. Aber irgendwie schminke ich mich immer wieder. Ich weiß nicht wieso. Ich bin insgesamt in meinem ganzen Leben schon 10-mal umgezogen. Also mit 24... fast 25 müsste ich alle 2,5 Jahre mal umgezogen sein. Und ungefähr so ist es auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Mensch nur glücklich sein kann, wenn er vieles aus freien Stücken tut. Also wenn er nichts zurückerwartet. Das heißt, wenn du eine Freundin glücklich machen möchtest oder einer Freundin was Gutes tun möchtest, tu es nicht, um Anerkennung zu bekommen oder um der Person zu zeigen, dass du sie glücklich machen wolltest oder der Person zu zeigen, hey, das habe ich gerade für dich getan. Tu es für dich. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um glücklich zu sein, meiner Meinung nach. Und das ist eine Sache, an die wir immer wieder mal arbeiten sollten. Immer wieder mal uns selbst reflektieren sollten und sagen sollten, hey, du bist glücklich, wenn du das tust, was du für richtig hältst. Mach das, was dir ein gutes Gefühl gibt. Mein größter Traum war es immer, was in der Modebranche zu machen. Durch mein, entweder bei einer Modezeitschrift oder Modebloggen, das, was ich auch gerade eigentlich fast tue, und oder Modedesign. Deswegen habe ich auch Modedesign studiert. Ja, das war immer mein größter Traum und ich hoffe, dass ich immer weiter in diese Richtung gehen kann. Ich hasse Putzen. Leute, ich kann es nicht verstehen, dass manche sagen, mich beruhigt Putzen. Ich putze super gerne, ich mache das, um runterzukommen. Alter, wenn ich putzen muss, komme ich nicht runter. Ich könnte heulen. Ich würde gerne irgendwann in einem anderen Land leben. Ich weiß nicht wieso, aber ich träume schon immer davon, in Paris oder in Mailand oder in Rom zu leben. Und mit meinem Roller durch die Gegend zu fahren, mit meinem Sommerkleidchen. Ich bin voll die Träumerin, Leute. Ich bin die größte Tagträumerin, die es gibt. Ja, und ich habe eine Menge Fantasie. Mein Leben in meinem Kopf ist so schön, wirklich. Also mein Leben ist auch so schön, ne? Ich bin mega dankbar für das, was ich habe. Aber das Leben, das ich in meinem Kopf führe, ist auch wunderschön. Leute, in allen Serien und Filmen und Büchern mag ich immer die bösen Jungs der Geschichten. Wie zum Beispiel Damon von Vampire Diaries. Oder Liam von 90210. Oder Chuck Bass von Gossip Girl. Ich mag irgendwie immer die bösen Jungs. Ich weiß nicht wieso. Mein letzter Fakt für heute ist, dass ich ein unglaublicher Familienmensch bin. Ich nehme mir unheimlich viel Zeit für meine Familie und mache das so, so gerne, weil mich das erfüllt. Also es gibt für mich sogar fast nichts Schöneres, als einen ganzen Tag mit der Familie zusammen zu sein. Ob es jetzt mit meiner ganzen Familie ist, die wohnen fast alle hier in der Nähe, oder ob es nur mit meinem Bruder und meiner Mami ist, oder ob es nur mit Ilia ist. Ich liebe meine Familie und ja, es gibt für mich nichts Schöneres als die Familie, wirklich. Das erfüllt mich voll und ganz. Wenn ich bei meiner Familie bin, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, vergesse ich, ja, alle Sorgen. Das ist wirklich so.
So Leute, das war's. Es war kurz und knapp und ich wollte nicht zu viel erzählen und euch nicht irgendwie stundenlang aufhalten. Ich hoffe, 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 dass ihr ein bisschen Spaß hattet und vielleicht hat ja der ein oder andere dieselben Macken wie ich oder dieselben Facts wie ich. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Oder wenn ihr mir in irgendwelchen Sachen helfen könnt, wie zum Beispiel in meiner Disziplin oder in meiner Käsesucht oder in meiner Netflix-Sucht, dann bin ich euch dankbar für Tipps. Schreibt mir gerne unten rein, was ihr demnächst für Videos sehen wollt, ob ihr mehr solche Videos mögt oder doch mehr Beauty. Falls ihr Spaß beim Zusehen hattet, lasst mir einen Daumen hoch da. Darüber würde ich mich auch unheimlich freuen. Und wenn ihr mich abonniert, können wir uns vielleicht beim nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, ihr Süßen. Mua.